und ihre Kräfte mit den unseren zu verbinden. Wir laden alle Wohlwollenden, Ahnengeister, geistigen Führer, Engel, Feen, Elfen und alle Elementarwesen aller Teilnehmer ein, an unserem Ritual zur Heilung der Erde teilzunehmen und ihre Kräfte mit den unseren zu verbinden. Wir laden auch alle wohlwollenden Seelen unserer Instrumente ein, an unserem Ritual zur Heilung der Erde teilzunehmen und ihre Kräfte mit dem unseren zu verbinden. Und wir bitten ebenfalls Vater, Mutter, Gott um sein Wohlwollen, um Duldung, Zuneigung und Unterstützung. Denn ohne ihn, den einen, ist nichts getan. Werden Botschaften für uns aus der geistigen Welt empfangen? Dann nehmt nun bitte Kontakt mit allen eingeladenen Wesenheiten auf. Möchte die Helfer der Himmelsrichtungen bitten, mit ihren Räucherwerken an die Himmelsrichtungen zu gehen und nach jeder Danksagung den Rauch in die Himmelsrichtungen zu senden. Und alle Trommeln oder Rasseln möchte ich bitten, nach jedem Dank, den Dank mit einem schnellen Trommeln oder Rasseln zu begleiten. Wir danken dir, geliebte Mutter Erde, dass du uns und alle unsere Ahnen über so viele Jahre so liebevoll trägst und erträgst. Wir danken dir, geliebte Mutter Erde, dass du uns erlehrst, uns Schutz, Werte und Geborgenheit gibst, auch wenn wir oftmals Gedanken verloren, deine Liebe missachten.
Wer möchte, kann nun im Stillen sein Dank an Mutter Erde ausdrücken oder hier nach vorne den Kreis treten und stellvertretend für alle sprechen. Wir bitten dich, geliebte Mutter Erde, um Nachsicht und Geduld mit uns Menschen, auch wenn wir oftmals die Gesetze der Natur missachten. Bitte gib uns die Kraft, uns an das Wesentlichste des Lebens zu erinnern. Versorge uns mit Mut und Zuversicht, damit wir die Angst vor unseren göttlichen Möglichkeiten verlieren. Wer möchte, kann auch nun im Stillen seinen ganz persönlichen Wunsch an Mutter Erde richten oder hier nach vorne in den Kreis zu treten und dies stellvertreten. Für alles tun. Darf ich euch bitten, euch bei den Händen zu nehmen, sodass die Daumen nach links zeigen? Euer mitgebrachten Stein legt ihr bitte vor euch auf den Boden. Jemand dabei, der keinen Stein hat? Noch jemand ohne? Dann schließt bitte eure Augen. Und lasst euer ganzes Bewusstsein nach unten. Eure Fußsohlen ziehen. Du spürst mit der Erde. An euren Füßen spürt den Kontakt zur Erde. Und lass nun ganz bewusst starke goldene Wurzeln nach unten in das Erdreich wachsen. Tiefer und tiefer graben sich die goldenen Wurzeln aus euren Fußsohlen den Weg in die Mitte der Erde.
Im Mittelpunkt der Erde erkennt ihr einen großen, reinen, glatten Kristall. Das Herz von Mutter Erde. Und als ihre Kinder lädt euch Mutter Erde ein, eure Wurzeln ganz dicht um ihr Herz, um den klaren, reinen Kristall zu wickeln. Immer dichter und dichter. Immer fester und fester. Schlingen sich eure Wurzeln um den klaren, reinen Kristall im Mittelpunkt der Erde. So dass ihr fest verbunden seid, fest eins seid. Und über eure Wurzeln spürt ihr, wie die Kraft von Mutter Erde, das Feuer von Mutter Erde, eure goldenen Wurzeln nach oben steigt. Immer weiter und weiter hinein in eure Beine, in die Unterschenkel, in die Oberschenkel und vereint als ein Feuerball unterhalb des Bauches. In eurem Herzen sich mit der tiefen Liebe zu allem verbindet und eins wird. Eine kräftige Liebe, eine Liebe grenzenlos. So ist mit jedem Atemzug, mit jedem Einatmen immer mehr Energie von Mutter Erde in eurem Bauch. Und mit jedem Ausatmen immer mehr dieser Kraft in eurem Herzen. Und so seid ihr nun bereit, diese Kraft mit eurem Nachbarn zu teilen. Und ihr sendet den Mut, die Stärke und die Liebe zu allem, was ist, bei jedem Ausatmen über eure rechte Hand zu eurem Nachbarn auf eurer rechten Seite. Und so wie ihr gebt,
werdet ihr um ein Vielfaches verstärkt über eure linke Hand empfangen. Und dadurch fällt es euch immer leichter und leichter zu geben. Und ihr werdet immer mehr und mehr empfangen. Und so entsteht spürbar in unserer Mitte ein ganz starker Wirbel aus der Kraft all unserer Herzen, aus der tiefen Verbundenheit und der tiefen Liebe zu Mutter Erde. Und dieser Wirbel macht aus Mutter Erde einen gigantischen Torus, einen Donut, der symbolisch durch das Feuer die Kraft nach oben bringt und sich dadurch um den gesamten Globus, um die gesamte Erde verteilt. Und so wie der Kreislauf des Geben und Nehmens in unserer Mitte weiterhin stärker und stärker wird, so wird auch die Verbindung um den Globus immer stärker und stärker. Ihr erkennt, dass der Rand dieses Wirbels in unserer Mitte mit euren mitgebrachten Steinen sich überschneidet. Und so nehmt bewusst wahr, wie eure Steine sich aufladen mit der Kraft aus den Herzen von uns allen. Und so seid ihr bereit, auch eure Herzchakren ganz weit zu öffnen und über euer Herz einen smaragdgrünen Lichtstrahl in die Mitte des Kreises zu senden. Und wir erleben gemeinsam, wie sich die heilende Energie unserer Herzen um den gesamten Globus spannt, sodass die gesamte Erde eingehüllt ist in smaragdgrünes Licht. Und ganz deutlich könnt ihr wahrnehmen, wie doch diese tiefe Liebe aus eurem Herzen sich Mutter Erde mit jeder Umdrehung immer mehr und mehr regeneriert und dankbar das annimmt, was ihr gebt. Und umso mehr wir geben, umso mehr werden wir über die Wurzeln unserer Beine von Mutter Erde erhalten, sodass auch hier ein Kreislauf entsteht, ein Kreislauf, der uns versorgt,
durch die Bereitschaft zu geben, wir selbst versorgen. Und so senden wir ganz bewusst in unseren Gedanken Heilung an die Erde mit all ihren Pflanzen, Tieren, Menschen, allen Wesenheiten, die sich auf und um die Erde befinden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ganz zielgerecht an bestimmte Menschen, Tiere, Wesen euren Wunsch für Heilung richten. Und ich frage die Elementarwesen, die Engel, Feen und Elfen, ob sie Botschaften für uns haben. Da mögen sie sich jetzt über einen von uns mitteilen. Es wird der Tag kommen, an dem die Erde nicht mehr leiden muss, an dem die Menschen verstanden haben, dass sie nur diese eine Erde haben, auf der sie leben können. Es ist ein Trugschluss zu glauben, es gäbe noch andere Planeten, die auch bewohnbar sind. Es ist eure Erde, auf der ihr lebt und die euch ernährt und um die ihr euch sorgen müsst. Wir danken für die Botschaft und wir wünschen uns, dass die Botschaft verbunden mit unseren Botschaften weit hinausgetragen wird, an jeden Mensch, gleich ob bewusst oder unbewusst. Und wir wünschen uns aus tiefstem Herzen, dass die Menschheit erwacht aus ihrem Traum, mit Technik und Physik die Natur erklären zu können und die Natur beherrschen zu können. Wir wissen, dass die Energie die Materie formt und die Materie lenkt. Und so wissen wir auch,
dass die Kraft in der Reinheit unseres Herzens liegt und sich somit unsere Wünsche in das Leben umsetzen werden. Und dafür danken wir. So nehmen wir bewusst noch einmal wahr, wie sich all die Kraft, die sich gebildet hat, auch in den Steinen vor unseren Füßen fest gesammelt hat und auf ewig, solange diese Steine existieren, dort gespeichert bleibt, fest geschützt und behütet von der Urkraft der Erde. Und auch dafür danken wir. Und so lösen wir mit dem nächsten Ausatmen behutsam unsere Wurzeln wieder vom Herz, von Mutter Erde und ziehen unsere goldenen Wurzeln wieder zurück in unsere Fußsohlen. Spüren aber immer noch die Kraft und die Festigkeit, die in uns ist. Spüren immer noch die Verbundenheit zu Mutter Erde. Spüren immer noch die Verbundenheit zu allen Anwesenden, Mensch, Wesenheit innerhalb dieses Kreises. Und spüren immer noch die tiefe Liebe zu allem, was ist, in unseren Herzen. Und mit diesem Bewusstsein lösen wir uns aus unserer physischen Verbindung. Uns danken dem Universum mit den Klängen unserer Instrumente. Wir danken Vater, Mutter, Gott für seine spürbare Gegenwart und begleiten unseren Dank wieder mit unseren Instrumenten. Den Seelen der Instrumente für die klangliche Unterstützung und das Hinaustragen unserer Wünsche und Bitten in die Anderswelt. Musik.
Wir danken allen Anwesenden, deren Ahnengeister, geistigen Führer, Engel, Feen, Elfen und Elementarwesen für ihre Gegenwart und Unterstützung. Dann geht auch an die Wesen der umliegenden Flüsse, der Wolken, der Winde, der Erde, des Wassers, der Feuers und der Luft. Besonders bedanken wir uns bei den Wesen dieses Platzes, die uns diesen Platz für das heutige Ritual bereitwillig zur Verfügung gestellt haben. Die Schöpfer, die wir sind, segnen wir all die Wesen im tiefsten Dank und aus tiefstem Herzen. Und mit unserem Segen frage ich nochmal die geistige Welt, ob es noch abschließend eine Botschaft für uns gibt. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist frei. Fragt es hinaus, was in euren Herzen sich nun geöffnet und bewegt hat. Ihr seid die Botschafter, die geistige Welt gibt euch den Segen für eure Arbeit. Seid wie die Kinder, reich im Hier und Jetzt, werde ich auch leicht sein. Ich trete hierher, wohl und frei. Bringe hohe Achtung für euch Menschen mit. Ich bin ein Engel des Lichtes. Jeder, der hier anwesend ist, trägt Liebe in sich. Liebe, die manchmal nur im Geheimen lebt. Liebe, die wir uns wünschen täten, dass sie mehr nach außen ginge. So wie ihr hier heute für Mutter Erde da seid. Diese Liebe, die ich heute empfunden habe, an diesem Platz, an diesem Ort. Genau diese Liebe brauchen die Menschen. Nicht nur in eurem kleinen Kreis. Nein, tragt sie hinaus. Tragt sie mit all der Liebe, die ihr nur empfinden könnt. So wie ihr die Liebe der Mutter Erde ist, gebt sie eurem Nachbarn, nicht nur euren Kindern. Gebt sie den Menschen, die da draußen oft einsam, trauen und allein sind. Wir alle aus der geistigen Welt, wir stehen hinter euch. Wir schieben euch. Wir bringen euch an jenen Ort, an dem ihr gebraucht werdet. Öffnet also eure Herzen noch mehr, noch weiter.
Die Welt, in der ihr lebt, braucht euch als Hilfsbereiter. In höchster Achtung, mit großem Respekt, tragen die Liebe weiter. Wir sind stets eure Begleiter. Ich habe noch viele Botschaften an euch und an die Erde. Aber die Erde hat auch Botschaften an euch. Hört ihr sie? Spürt ihr nicht, wie sie weint? Und das Abschmelzen der Gletscher ist ein Symbol ihrer Trauer. Ihr habt die Erde euch untertan gemacht. Und habt nicht gespürt, dass auch sie Gefühle hat. Jetzt kehrt um und füllt die Erde mit eurer Liebe aus. Lasst sie eure Liebe erleben. Und ihr werdet sehen, dass alles im Frühjahr noch viel mehr grünt. Dass die Blumen sprießen in einer Pracht, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Ich danke euch für dieses Feuerritual. Und es ist für uns eine Liebesbezeigung, die aber viel zu selten kommt. Oft und oft seid ihr zu fahrig in euren Entscheidungen. Und ich werde jetzt den kommenden Klimagipfel unterstützen, damit endlich zum Wohle der Erde ein Gesetz herausgebracht wird. Ich bin Jesus Christus. Wir danken euch für die Botschaften, die ihr uns übermittelt. Und wir danken, dass wir eure Unterstützung haben. Und wir wünschen uns noch mehr tiefen Kontakt zu euch zu finden. Und wir wünschen uns den Mut, uns noch mehr führen zu lassen. Wir sind uns durch den heutigen Tag sicher, dass wir nicht alleine sind mit unseren Gefühlen und mit unserer Liebe zur Erde. Und mit der Unterstützung von so lichten Wesen wird es uns gelingen, immer mehr und mehr Menschen zu erreichen, die noch nicht in der Lage sind und sich noch nicht öffnen können für die Gesamtheit dieses Planeten, für die Gesamtheit des Universums, für die Gesamtheit der Schöpfung. Und so soll dieser heutige Tag auch für uns ein Anfang sein, weiterzumachen und immer mehr und mehr Liebe selbstbewusst zu leben.
diesen Dank und mit dieser Botschaft. Dürft ihr nun den Stein wieder an euch nehmen? Wenn ihr den Stein und die Kraft bei euch tragt, tut das am besten auf eurer linken Seite. Eure linke Seite ist die Seite, die euch Energie in den Körper leitet. Und die Kraft, die in diesem Stein gespeichert ist, ist die Urkraft der Erde, die an jedem Platz dieser Welt zur Verfügung stellt, nur durch überlegende Stein. Und damit möchte ich das Ritual wieder beenden und wir sollten einmal den Kreis wieder Richtung Osten verlassen. Der Kreis bleibt danach offen.